So, und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder beim Sierra Game. Und das ist Conquest of a Longbow, The Adventures of Robin Hood. Das ist auch ein Game, was ich euch schon 17 Mal angepriesen habe. Und ich glaube, ich habe euch das auch sicherlich mal irgendwann auch kurz gezeigt. Es gibt zwei Conquest Games von Sierra. Einmal zu Camelot und einmal zu Robin Hood. Und das finde ich um Längen stärker. Es hat auch x-tausend Enden und x-tausend Möglichkeiten. Hat sogar Minispiele. Ihr müsst sogar auch Mühle richtig können, weil sonst ist irgendwann auch Ende. Und ist richtig gut gemacht. Und hat auch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich müsste es rauskramen, Handbücher so groß wie sonst was. Das ist übrigens jetzt die Roland-Musikversion. Ich habe die jetzt einfach mal drin gelassen. Die finde ich ein bisschen leise, wenn ich ehrlich bin, aber ist egal, ist trotzdem ein Top-Titel. Das ist die englische Fassung, bevor wir den anderen fragen. Der Snake zockt, hat beim letzten Mal so toll gemacht, wenn der Venom schon eine englische Version nimmt. Der Venom sind meistens die englische Version, wenn es entweder keine deutsche gibt oder er das nur einfach nur so zeigen will, wie heute eben auch. Weil wenn ich die englischen Versionen nehme, regen sich die Leute in den ersten 20 Folgen sowieso mal auf. So, also Ruhe auf den billigen Plätzen und einfach mal zuhören, was der doofe Venom in seinen Videos sagt. Das kann manchmal helfen. So, ich bin mal gespannt, was er dann schreibt. Ungefähr wahrscheinlich so nach 4 Monaten hat er das Video dann auch gesehen. Und dann wird er auch spontan reagieren. Also es gibt von dem auch eine deutsche Fassung und die würde ich dann natürlich auch versuchen, euch zu zeigen. Weil die englische Fassung da ab einem gewissen Punkt selbst, glaube ich, übersetzen, glaube ich, mir selbst weit drüber geht. Und hier dürfte ich dann tatsächlich singen. Also wird gesungen in diesem Spiel. Der Barde spielt auf. Jetzt sagt man auch, der Venom spielt sich gerne auf, deswegen kann er das. Das ist wirklich richtig gut. Ihr werdet das gleich sehen, also ich kann es wirklich empfehlen. Also ist ja, ne, ich sage ja immer gern, diesen Kampf zwischen LucasArts und Sierra, den muss man nicht nachvollziehen. Das sind, wie gesagt, zwei unglaublich starke Marken gewesen. Und da gab es so viele gute Sachen. Es gab aber auch Sachen, die halt, naja, nicht so toll waren. Ich muss euch mal irgendwann noch Night Shift zeigen. Das kennt wahrscheinlich auch kein Schwein da draußen. Aber das zeige ich euch gerne auch mal. So. Da haben wir mal Richard mal einfach hintergangen. Da greifen wir dann gleich auch ein. Das suchen wir dann. Wir holen also jetzt in Anfang das Lösegeld. Wir also überfallen dann auch die Reichen und geben es den Armen. Können auch die Armen überfallen, was allerdings fürs Karma nicht ganz so gut ist. Das geht aber auch. Und man kann sich in diesem Spiel auch wirklich wie richtiges Arschloch benehmen, was allerdings fürs Ende nicht gut ist, weil Ding ist vorweg, dann gibt es kein Happy End. Überraschend. Genau. Ist König Löwenherz, falls sich irgendeiner fragt, Lionheart, Lionheart, habe ich da irgendwann mal gehört? Ja, richtig. Ist der gute Löwenherz. Und ja, wenn jetzt irgendwer sagt, ist das immer noch Intro? Ja, das ist immer noch Intro. Das ist auch so typisch für Sierra Games. Da ging das Intro mal genauso lange wie, naja,
Wie bei Hideo Kojima. Gut, bei Hideo Kojima wären wir jetzt, glaube ich, beim zweiten Publisher-Logo, bevor es überhaupt irgendwas passiert, nach 6 oder 7 Minuten. Genau, jetzt kommt die ganze Gruppe, die man halt so kennt. Stand übrigens auch in dem Buch, wenn ich es noch richtig erinnere, stand dann auch wirklich, auf welche historischen Figuren das basiert und sonstiges und wie überhaupt. Also die haben sich hier orientiert an den Sagen und Mythen, weniger an den Filminterpretationen und wobei die Disney-Fuchs-Version immer noch eine der besseren ist, um es mal ganz klar zu sagen. So, da seht ihr übrigens hier, wir haben Lösegeld 300, haben 31 Outlaws. Und greifen mal alles ab, was wir hier so haben. So. Und gehen mal raus. Ist ein bisschen still, oder diese komische Musik? Ich dachte eigentlich, das ist besser. So, jetzt erstmal wieder labern. Genau, erstmal lecker essen. Never make an enemy of a cook. Der Spruch ist gut. Mache niemals den Koch zum Feind. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung wäre dazu, aber finde ich witzig. So, das ist Little John. Wir können auch, wir machen auch in diesem Game Routen. Also das heißt, wir haben also auch tatsächlich Tagesjobs, die wir machen. Ich weiß nicht, ob man das gleich sofort sieht. Ja, genau. Wir arbeiten am Song. So. Gucken, wo kommen wir denn hin? Okay, das ist Sherwood Forest. Braucht man schon gleich eine Map wieder? Habe ich das so ausgeblendet? Braucht man tatsächlich für das Game schon wieder eine Karte? Die Laufgeschwindigkeit ist schon wieder so unglaublich lahm. Speed. Möchte gern. Ich möchte nicht tiefer, ich möchte höher. Danke. Hä? Komm ich auch irgendwo weiter? Ich weiß, dass der im Wald ist. Ich befürchte, dass man da echt eine Karte für braucht. Das ist ja wieder typisch. Was ist denn jetzt hier wieder für eine Scheiße? Warum hat er denn jetzt die Perspektive gewechselt? Ja, ich würde sagen, damit quäle ich euch jetzt nicht. Ich quäle euch jetzt nicht einfach damit, dass ich jetzt einfach ziellos durch den Wald gehe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt gleich schon am Anfang irgendwie so eine riesen Map nötig ist. Aber gut, was willst du machen? Manches Mal muss man irgendwie alles nicht so verstehen. Ja, aber ich zeige euch gerne auf jeden Fall mehr von dem Game. Da könnt ihr euch mal drauf freuen und das ist gar nicht so verkehrt.
Allerdings sollte ich, glaube ich, erstmal wissen, wo man lang geht. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Kommen wir zum nächsten Titel. Bis dann. Tschüss.